So, das ist jetzt 16 Uhr. Ich sonne jetzt genau seit 2 Stunden. Ja, wie gesagt, das sind die 2,5er. Mein erster Fund war im Übrigen dieses interessante Teil hier. Ja, man sieht so eine Verzierung. Und man sieht eben auch, dass das irgendwie so als Art Brosche oder was getragen wurde. Ein mördergroßes Teil. Ja, hier in der Mitte muss auch, ja, vielleicht ein Stein oder irgendwas verziertet noch extra gefasst gewesen sein. Ja, das habe ich leider nicht gefunden. Ja, man sieht halt, dass es bestimmt mal hübsch war. Jetzt ist es einfach nur noch interessant, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ich weiß immer nicht, was man mit sowas jetzt machen soll, ja. Das ist alt, klar, war bestimmt mal cool, aber genau genommen ist es das ja jetzt nicht mehr. Naja, ist ja auch wurscht. So, hier ist das ganze, der ganze D-Mark-Kram, alles auf einer Stelle gefunden, ja. 10, 2, 5er, 13, 50. Und das sind die Euros, die ich gefunden habe. Ein Zwilling, 1, 2, 4, 5, 5, 50, 5, 60 in 2 Stunden. Ich finde, das ist eine gute Bilanz. Ich habe auch was rausgekriegt mit meinem Detektor, wie ich den einstellen muss und wie ich den führen muss. Und ja, auf welche Signale ich besonders achten muss. Also das habe ich jetzt so seit einer Woche, habe ich da so einen Dreh rausgekriegt, der mir das wirklich ermöglicht, so eine Sachen rauszuholen, ohne groß irgendwelche Fehlgrabung zu haben. Also das macht sich ziemlich cool momentan.